Ja, vielen Dank, Herr Knapp, meine sehr geehrten Damen und Herren. Auch ich freue mich nicht nur auf den Abend, sondern ich freue mich auch darauf, dass es mit dem Wahlkampf endlich losgeht. Ich glaube, dass die Zeit auch reif dafür ist, dass wir auch wieder und verstärkt wieder rausgehen, auf die Straßen, auf die Plätze gehen. Glücklicherweise bei schönem Wetter im Sommer, Bundestagswahlkämpfe sind immer bei schönem Wetter, Landtagswahlkämpfe sind bei uns immer im Februar und März bei schlechtem Wetter. Also bei schönem Wetter rausgehen, aber ich glaube, dass die Zeit nach den 4 Jahren auch reif ist, dass wir uns den Bürgern stellen, dass wir darstellen, was wir geleistet haben und auch, dass wir sagen, warum es darauf ankommt, dass es mit Deutschland gut weitergeht. Wir haben seit 2009 in Deutschland 4 gute Jahre erlebt. Das waren Jahre, um die uns auch viele andere Länder in Europa beneiden. Wenn man mal außerhalb Deutschlands unterwegs ist, dann kommt einem ja quasi fast schon die Frage entgegen, wie macht ihr das in Deutschland? Wie kriegt ihr das hin? Und was können wir vielleicht auch noch davon lernen? Wir haben ein enormes Wirtschaftswachstum gehabt in den letzten 4 Jahren im Schnitt, 2,6%. Wir haben sinkende Arbeitslosigkeit, wir sind mittlerweile bei unter 3 Millionen Arbeitslosen, bei Rot-Grün 2005 waren es noch über 5. Wir sind aber auch ein weltoffenes Land geworden, wir sind ein tolerantes Land, wir haben eine Bürgergesellschaft, die zusammenhält und wir werden bewundert für unsere Leistungskraft und für die Lebensqualität, die bei uns in Deutschland herrscht. Und damit müssen wir uns nicht verstecken, denn natürlich hat das vor allem mit den Bürgerinnen und Bürgern zu tun, wie sie ihr Leben gestalten, was sie machen. Aber es hat eben auch mit einer Politik zu tun, die es möglich macht, dass Menschen aus ihrem Leben was machen können, dass Menschen gestalten können, dass Menschen kreativ sein können. Wenn man die Bürger machen lässt, dann kommt dabei ein tolles Land raus und ich glaube, dass wir gerade auch als Liberaler stolz sein können auf unsere Mitbürger und auf unser Land. Und der Kreis Böblingen ist quasi ein Muster, ein Modell für den deutschen Erfolg. Wir haben hier innovative Unternehmen, wir sind der Landkreis mit der höchsten Innovationsdichte überhaupt in Deutschland. Hier wird erfunden, hier werden die Ideen, die Produkte von morgen entwickelt. Wir haben Innovation im Mittelstand, im Handwerk, wir haben Innovation in der Industrie. Das ist bei uns kein Gegensatz, sondern das hängt auch eng miteinander zusammen. Der Kreis Böblingen ist Exportweltmeister in Deutschland. Über 70% von dem, was hier hergestellt wird, im Gewerbe und in der Industrie, geht in den Export. Nur 30% wird in Deutschland verbraucht und das muss man sich natürlich auch mal vorstellen, auch wenn wir weltweit und in Europa uns umschauen. Gerade wir im Kreis Böblingen sind erfolgreich auf den Märkten weltweit, aber wir sind natürlich auch davon abhängig, dass wir weiter diese Chancen haben, die wir heute haben. Und gerade bei uns stellen wir fest, dass das Ehrenamt, dass die Vereine, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt funktioniert fast nirgends. Sind so viele Menschen ehrenamtlich aktiv wie hier in dieser Region, wie hier bei uns im Kreis Böblingen. Was übrigens auch zeigt, dass wirtschaftlicher Erfolg, Wohlstand und sozialer Zusammenhalt zusammengehören, dass die Menschen dort sich auch besonders stark engagieren, wo es ihnen gut geht und auch darauf sind wir stolz. Das vorweggeschickt ist jetzt die Frage, ist das eigentlich alles sozusagen dort gegeben und findet das statt, egal wer regiert oder nicht. Und da, glaube ich, müssen wir sehr deutlich machen, dass bei dieser Bundestagswahl es darum geht, dass wir die Erfolge sichern, dass wir auch das, was unseren Kreis, aber auch unser ganzes Land stark gemacht hat, eben auch nach morgen tragen. Wir haben ein schwieriges wirtschaftliches Umfeld in Europa, eine schwere Krise, die in den letzten Jahren auch die Politik in Berlin in Atem gehalten hat. Ich würde auch so weit gehen zu sagen, wer weiß, ob das irgendeine andere Regierung und irgendeine andere Koalition in Deutschland überhaupt überstanden hätte, diese schwierigen Entscheidungen, das, was gemacht werden musste. Ich glaube, dass Schwarz-Gelb alles in allem da die richtige Richtung vorgegeben hat, den Euro behalten, aber auch verhindern, dass es eine Weichwährung gibt, dass Inflation einzieht und auf Reformen in den betroffenen Ländern bestehen. Das war der richtige Weg und ich meine, kaum eine andere Regierung hätte das so gestemmt wie diese und darauf sollten wir stolz sein. Und damit es dabei bleibt, muss natürlich dieser Kurs auch fortgesetzt werden. Natürlich werden wir nicht immer beglückwünscht und bedankt bei unserem Nachbarn dafür, dass wir auf strengen wirtschaftlichen Reformen auch bestehen, dass wir sagen, wenn Europa so stark bleiben soll, wie wir es gerne hätten, dann muss auch die Wirtschaftskraft dahinter sein und dann müsst ihr euch auch anstrengen und weiterentwickeln. Das macht einen nicht beliebt. Und wir haben einen Kanzlerkandidaten der SPD, der läuft durch Europa, ist zwar Ökonom, aber er läuft durch Europa und verspricht fast in jedem Land, in dem er ist, also wenn ich Kanzler werde, dann müsst ihr das alles nicht mehr so machen. Dann geben wir euch ein bisschen mehr Spielraum. Ich glaube, dass das fatal ist, weil
Schon die Erwartung, das könnte jemand kommen, bei dem wir nicht mehr uns wirtschaftlich anstrengen müssen, führt ja dazu, dass diese Länder eher auch in ihren Anstrengungen nachlassen und das könnte dazu führen, dass die Krise zurückkommt. Und am Ende, wenn es nicht über wirtschaftliche Reformen in Europa läuft, läuft es am Ende über Transfers oder Inflation. Das heißt, entweder zulasten des deutschen Steuerzahlers oder zulasten des Sparers, der Sparer in Europa. Und beide Lösungen sind falsch. Das heißt, um diesen Kurs der Stabilität fortzusetzen, brauchen wir auch eine Fortsetzung dieser Regierung. Und ganz besonders absurd, und das muss uns im Kreis Böblingen schon auch aufmerksam machen und stutzig machen, ist, wenn zum Teil in Europa und auch bei den SPD und Grünen und Linken diskutiert wird und gesagt wird, die deutschen Exporte sind schuld an der Krise. Wir müssen die irgendwie drosseln, wir müssen da irgendwie runterkommen. Also abgesehen davon, dass das absurd ist, weil niemand entscheiden kann, was der Verbraucher oder auch der Unternehmer in Spanien oder in China oder in den USA für ein Produkt bestellt und ob das aus Deutschland kommt oder nicht aus Deutschland kommt, entscheiden die Leute ja selber, was sie kaufen und wo sie einkaufen und aus welchem Land ihre Produkte kommen. Das kann man nicht politisch steuern. Aber nur mal angenommen, man könnte es schaffen, die Exporte zu drosseln. Manche sagen dann, Deutschland ist zu wettbewerbsfähig, Deutschland soll schwächer werden. Andere sagen, wer zu viele Exporte hat, der muss Strafe zahlen in Europa. Das würde natürlich gerade unseren Kreis und den Wohlstand, den wir hier haben, empfindlich treffen. Und deswegen sage ich, Hände weg vom Export. Wenn wir gut sind, dürfen wir unsere Sachen verkaufen, dann darf sie auch jeder kaufen. Wenn das nicht der Fall ist, müssen wir besser werden, müssen wir uns mehr anstrengen, das ist fair. Aber da einzugreifen, ist mit uns jedenfalls nicht zu machen. Was uns auszeichnet, gerade hier in der Region, ist neben der Industrie, die in Sindelfingen offensichtlich ist und die auch jeder kennt, eben auch ein starker Mittelstand. Familienunternehmen, die sich direkt vor Ort verantwortlich fühlen für ihre Mitarbeiter, für die Kommune, die hier Stabilität reinbringen, die sich oft genug auch gesellschaftlich, sozial engagieren nebenher. Und diese Familienunternehmen droht natürlich in den nächsten Jahren einiges an Ungemach. Es wird wahrscheinlich vom Bundesverfassungsgericht verlangt eine Reform der Erbschaftssteuer geben müssen. Da ist schlicht und einfach die Frage, wer macht diese Reform der Erbschaftssteuer? Machen das linke Umverteiler oder machen das Parteien? Macht das eine Regierung, die einen Sinn dafür hat, dass wir Familienunternehmen brauchen, die auch wollen, dass Familienunternehmen ihre Anerkennung bekommen, aber auch weiterhin bestehen können? Darauf wird es am 22. September ankommen. Familienunternehmen, ja oder nein, wollen wir sie oder nicht, Erbschaftssteuer hoch oder runter, das ist eine der Alternativen, vor denen Deutschland steht. Und ich kann nur hoffen, auch für uns hier im Kreis, dass wir eine Mehrheit dafür bekommen, Familienunternehmen bei der Erbschaftssteuer weiterhin auszunehmen, wenn der Betrieb fortgeführt wird, weil davon alle profitieren, auch die Kommunen und die Arbeitnehmer. Gerade bei den grünen Plänen zur Vermögensbesteuerung, da müssen alle Alarmglocken schrillen. Die meinen das ernst. Die meinen das ernst. Die wollen insbesondere auch Familienunternehmen besteuern. Die glauben übrigens überhaupt, Vermögen, da kann man einfach mal so 10% von abziehen, von jedem Vermögen, von allen Vermögen, was da in Deutschland irgendwie vorhanden ist. Die glauben, das liegt irgendwie so, da liegt irgendwie eine Kasse, im Garten vergraben und da kann man 10% von abziehen. Also wenn das wirklich kommt, glaube ich, das wäre insbesondere auch für unsere mittelständische Wirtschaft verheerend. Und wenn es nur dabei bliebe, Erbschaftssteuer und Vermögenssteuer, dann könnte man nur sagen, also ein paar schnelle Ideen, aber naja, aber es bleibt ja dabei nicht, sondern gerade die Grünen fordern in ihrem Programm 19 Steuererhöhungen. 19 Steuererhöhungen, ich wusste gar nicht, dass es so viele Steuern gibt in Deutschland, aber es ist schon fast keine Steuer dabei, die nicht erhöht wird. Deswegen habe ich das Gefühl, der Ministerpräsident dieses Landes, ein Grüner, spricht da immer von der Politik des Gehörtwerdens. Er hört am liebsten dahin, wo die Leute seine Meinung sagen. Wenn es anders aussieht wie beim Nationalpark, nicht weit von hier, dann hört er lieber weg. Aber ich habe das Gefühl, ich habe mich da verhört bei der Politik des Gehörtwerdens. Das ist keine Politik des Gehörtwerdens, das ist eine Politik des Erhöhtwerdens. Alle Steuern, die es gibt, sollen erhöht werden. Das ist die Politik der Grünen. Und Winfried Kretschmann hat auch nicht die Kraft, sich durchzusetzen gegen die Hardliner in seiner eigenen Partei. Am besten auf den Punkt gebracht hat es übrigens ein Grüner selber, der Oberbürgermeister Boris Palmer, hat geschrieben über die Steuerpläne seiner eigenen Partei, das gefährdet die Basis unserer Wirtschaftskraft, gerade hier in Baden-Württemberg. Recht hat er, leider hat er bei den Grünen nichts zu sagen, er müsste an die FDP wählen. Und vielleicht macht das auch, das ist ja geheim, was sich in der Wahlkabine abspielt, wir werden es nie erfahren. Und ich will noch einen dritten Punkt ansprechen, der uns hier vor Ort natürlich stark betrifft, das sind die Bedingungen für Gewerbe und Industrie. Wir sind doch in Deutschland stolz darauf, dass wir
keine reine Dienstleistungsgesellschaft sind, sondern dass wir uns auch Produktion erhalten haben. Produktion in Gewerbebetrieben oder auch in größeren Industriebetrieben. Das aber auch, was hergestellt wird. Und gerade in die Region Stuttgart ist auch ein Beispiel dafür, wie das funktioniert. Da gibt es Entwicklung, Innovation, beispielsweise hier in Sindelfingen. Aber Entwicklung gibt es nicht, ohne dass nicht auch die Zulieferer in der Nähe sind. Wie hier in Baden-Württemberg in der Region Stuttgart im Bereich Auto, im Bereich Maschinenbau. Da sind die Zulieferer alle vor Ort und in der Nähe, die können wieder einbezogen werden in die Entwicklung. Und natürlich gibt es auch Produktion vor Ort. Die Entwicklung findet nicht auf der grünen Wiese statt, sondern wie man hier sehen kann, in direkter Nachbarschaft zur Produktion. Produktion, Zulieferer und Entwicklung gehören zusammen. Das ist das Erfolgsgeheimnis auch der deutschen Industrie und des deutschen Gewerbes. Und wer deswegen die Industrieproduktion vertreiben will, wer glaubt, dass wir nur mit Entwicklung und ohne Produktion genauso gut dastehen wie vorher, der begeht einen ganz gefährlichen Irrweg. Sagt das nicht ohne Grund. Denn wir erleben schon in den letzten Jahren aufgrund einiger falscher Rahmenbedingungen, dass die Industrie aus Deutschland schrittweise und fast unbemerkt verschwindet, aber doch jedes Jahr ein bisschen. Einer der Hauptgründe sind die Energiepreise. Die sind in Deutschland für die Industrie dreimal so hoch wie in den USA mittlerweile. Die Amerikaner haben ihre Energiepreise drastisch gesenkt. Und das ist ein Kostenfaktor, wenn man produziert, wenn man was herstellen will. Und nun müssen wir uns entscheiden, wollen wir Produktion, ja oder nein? Ich sage, wenn Produktion weggeht, ist irgendwann auch Entwicklung weg, ist das Zulieferernetzwerk weg. Und deswegen müssen wir als FDP dafür sorgen, dass wir auch Rahmenbedingungen für Produktion schaffen, günstige Energiepreise statt hoher Subventionen, endlich auch beim Strompreis wieder eine Bremse einziehen. Wenn das so weitergeht, dann fliegen uns die Kosten um die Ohren und das wird für die ganze Gesellschaft ausgesprochen teuer. Also runter mit den Strompreisen, aufpassen, dass Produktion erhalten bleibt und dass wir unsere Industrie nicht verlieren. Und natürlich gehört auch dazu, dass wir als Gesellschaft, als Bürger, aber auch die Unternehmen eine ordentliche Infrastruktur vorfinden. Und da haben wir hier im Kreis natürlich auch einige Themen, die ausgesprochen wichtig sind. Das größte Projekt, das uns bevorsteht, ist die A81. Sie alle kennen das Problem. Da haben wir im Konsens zwischen Bund, Land und Kommune jetzt eine vernünftige Lösung. Aber natürlich müssen nun auch alle Partner wirklich ernsthaft daran arbeiten, dass es dazu kommt. Denn niemandem wäre geholfen, wenn wir am Ende eine Planung hätten, die beim Regierungspräsidium in der Schublade liegt, die auch allgemein akzeptiert ist. Aber die Gelder dafür sind nicht da und die Planung wird immer weiter rausgeschoben. Und deswegen müssen sicherlich die Partner Kommunen und Land ihren Beitrag leisten. Aber wir müssen auch in der Bundesregierung dafür arbeiten, dass das Geld da ist für solche Straßenprojekte. Denn nur dann können wir auch investieren, nur dann können die Bagger auch wirklich loslegen. Und auch hier wird es am 22. September darauf ankommen, wer regiert. Denn wenn Sie sich mal anschauen, was Sie leicht machen können, was die Grünen beim Haushalt beantragen im Verkehrsbereich, dann werden Sie feststellen, dass die Grünen im Jahr für den Haushalt 2013 beantragt haben, dass man die Investitionsmittel für Straßenbau kürzt. Die wollen das Geld umleiten in Richtung Windbrücken, Radwege und Lärmschutz. Aber weniger Geld für die eigentlichen Baumaßnahmen. Und da kann ich nur sagen, wenn das Wirklichkeit wird, wenn der ohnehin kleine Investitionstopf noch kleiner wird, dann werden wir Schwierigkeiten haben, Projekte wie die A81 und die B464 zu verwirklichen. Das Gegenteil ist nötig. Wir brauchen mehr Investitionen in unsere Infrastruktur. Das haben wir in den letzten 2 Jahren auch erreicht und das wollen wir auch fortsetzen. Aber kürzen in dem Bereich ist gerade für unsere Region mit dem riesigen Nachholbedarf, mit dem vielen Stau, eine ausgesprochen gefährliche Sache. Und auch darum geht es am 22. September. Ja, meine Damen und Herren, Sie sehen, es gibt eine ganze Menge Themen, wo Bundespolitik für uns als Kreis Böblingen ganz konkrete Auswirkungen hat und wo wir auch gucken müssen, dass wir unsere Erfolgsstory fortsetzen können. Ich möchte deswegen, ähnlich wie Herr Knapp, auch nochmal Herrn Kubicki danken, dass er uns heute als der Hauptredner unseres Wahlkampfauftrags zur Verfügung steht. Herr Kubicki ist politisch gesehen ein dicker Fisch. Das ist, nicht wirklich gemeinsam kann, werden Sie gleich sehen, sofern Sie es noch nicht erkannt haben. Aber er hat in Schleswig-Holstein gezeigt, bei der Landtagswahl vor etwas über einem Jahr, dass man
deutlich besser abschneiden kann als viele sogenannte Meinungsforscher und Kommentatoren noch kurz vor der Wahl für möglich halten. Er hat damit der Bundes-FDP insgesamt einen Dienst erwiesen, aber er hat auch gezeigt, was möglich ist. Und ich glaube, dass es deswegen ein idealer Gast ist für unseren heutigen Wahlkampfauftakt. Lieber Herr Kubicki, herzlich willkommen hier in Sindelfingen. Sie müssen ihm eines besonders hoch anrechnen, nicht nur, dass er die längste Anreise von allen hier im Raum hatte, das war zu erwarten, kommt aus Kiel hier in den sonnigen Süden. Nein, er kommt auch noch mitten im Juli. Ja? Ich meine, das sind die 4 Wochen im Jahr, wo in Kiel der Regen, wo es in Kiel nicht regnet. Das ist etwas, was wir besonders zu schätzen wissen, dass Sie in dieser Zeit, ausgerechnet dieser Zeit, auch noch im Süden Deutschlands sind. Ist aber auch der Beweis dafür, dass die FDP Nord und Süd, Ost und West, alle gemeinsam daran arbeiten, dass der 22. September für uns ein gutes Ergebnis bringt und dass wir diese erfolgreiche Regierung in Deutschland fortsetzen können. Darum bitte ich Sie, schön, dass Sie da sind. Vielen herzlichen Dank.